trotzdem gilt. Terrorismus ist immer Inszenierung, das heißt, ein Bedrohungsgefühl soll geschaffen werden, was nicht identisch ist mit dem tatsächlichen Risiko, Opfer eines Terroranschlags beispielsweise zu werden. Trotzdem gilt, Terrorismus ist immer Inszenierung, das heißt, ein Bedrohungsgefühl soll geschaffen werden, was nicht identisch ist mit dem tatsächlichen Risiko, Opfer eines Terroranschlags beispielsweise zu werden.